Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Haben wir wieder einen Traum? Ja, haben wir. Mich? Doki? Du? Was? Hörst du mich? Doki? Ja, ich höre dich. Ich höre dich sogar laut und deutlich. Ja, das ist wunderbar. Endlich komme ich zu dir durch. Doki. Du? Ich habe gesehen, wie du verfolgt wurdest. Du warst also das Pokémon, das ich in meiner Vision gesehen habe. Ja, ich heiße Somnium. Du wurdest von einem gefährlich aussehenden Pokémon gejagt. Alles in Ordnung? Aber ich kann ja jetzt deine Stimme hören. Du bist also in Ordnung, oder? Ja, fürs Erste schon. Es ist mir gelungen, noch nicht geschnappt worden zu sein. Verstehe. Das freut mich zu hören. Ich war nämlich ziemlich in Sorge. Danke, aber ich bin so erschöpft. Trikefalo lässt einfach nicht locker. Er findet mich immer und immer wieder. Trikefalo? Heißt dieses Pokémon so? Es wirkte auf jeden Fall sehr brutal. Ja, Trikefalo mit seinen drei furchteinflößenden Köpfen. Mit seinen drei Mäulern verschlingt es alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist die pure Zerstörung in Pokémon-Gestalt. Es ist allein seine Schuld, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Und wenn er nicht bald aufgehalten wird, könnte diese Welt noch zerstört werden. Trikefalo interessiert sich ausschließlich für sich selbst und seine eigenen Belangen. Er sagt, es sei ihm egal, ob der Rest der Welt zugrunde geht oder nicht. Ich würde ja nur zu gerne etwas gegen ihn unternehmen, aber er ist zu gewalttätig. Niemand kann so ein Monster stoppen, schon kann ich. Ich sah keine andere Möglichkeit, als nach Hilfe in der Welt der Menschen zu suchen. Ich kann nämlich die Träume der Menschen betreten. Und der Traum, in dem ich erschien? Doki, das war dein Traum. Mich rief dich in meiner Verzweiflung um Hilfe an, Doki. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. So. Aber als ich dich um Hilfe anrief, wurde ich dabei von Trikefalo bemerkt. Und seitdem verfolgt er mich. So ist es also. Seitdem jagt er Somnium. Seit jenem Abend jagt mich Trikefalo ohne jede Gnade. Bisher konnte ich ihm immer entkommen. Aber langsam geht mir die Kraft aus. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis er mich schnappt. Verstehe. Wo bist du jetzt, Somnium? Was? Kommst du mich etwa retten? Ja, klar. Schließlich hast du mich doch in diese Welt geholt. Vielen Dank. Ich bin am Fuß des Berges Genovea. Das ist ein Vulkan mitten im Wald. Bitte, du musst mich retten. Ja, er hat mich gefunden. Ich muss weg. Entschuldige bitte, ich verlasse jetzt deinen Traum. Bis bald. Alles klar, okay. Wow. Teddy. Er schläft noch tief und fest. Dann war es also wirklich ein Traum. Aber wenigstens konnte ich diesmal alles klar und deutlich sehen. Es ist genau so, wie Teddy gesagt hat. Endlich stimmen die Wellenlängen überein. Am besten sortiere ich jetzt erstmal alles. Somnium heißt das Pokémon in Not. Sie wird von einem Pokémon namens Trikefalo verfolgt. Und sie befindet sich jetzt am Fuße des Berges Genovea. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich bin in diese Welt gekommen, weil mich ihre Stimme sozusagen hineingesaugt hat. Es freut mich sehr, dass Teddy auch helfen will. Aber das Ganze ist allein mein Problem. Ich will keinen meiner Freunde in Gefahr bringen. Deswegen dachte ich mir zuerst auch, ich muss das alles alleine bewerkstelligen. Aber Somnium hat gesagt, dass durch Trikefalo die Welt aus den Fugen geraten wird. Sie hat gesagt, er könnte sogar die ganze Welt zerstören. Die anderen Pokémon scheinen alle mit Sorge in die Zukunft zu blicken. Vielleicht hängt ihre Sorge ja irgendwie mit Trikefalo zusammen. Das ist also nicht nur mein Problem, die Sache geht alle an. Morgen früh sollte ich mich nicht nur mit Teddy, sondern auch mit allen anderen beraten. Alles klar, am nächsten Morgen. Holy. Was? Was? Doki. Du bist in Wirklichkeit gar kein Pokémon. Ja, du kommst aus der Welt der Menschen? Du bist der Mensch? Was? Strepoli! Ach ja, stimmt ja. Dieses
klitzekleine Detail hatte ich ja keinem von ihnen erzählt. Kein Wunder, dass die jetzt alle so überrascht sind. Bevor ich jetzt von meinen Träumen erzähle, hätte ich ihnen das wohl erklären sollen. Entschuldigt bitte, Leute. Es ist nicht so, dass wir euch das verschweigen wollten. Wir haben einfach nur nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, um es zu erwähnen. Jedenfalls ist Doki ein Pokémon im Traum erschienen und hat um Hilfe gebeten. Aus irgendeinem Grund wurde Doki daraufhin zu einem Pokémon und kam in unsere Welt. Wir trafen aufeinander. Und da Doki nicht wusste, wohin, beschlossen wir, fortan an einem Strang zu ziehen. Wir konzentrierten uns zunächst mal auf die Errichtung des Pokémon-Paradieses. Die ganze Zeit über war unklar, weshalb Doki eigentlich hier ist. Aber wenn es einen Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels gibt, dann finden wir ihn in den Träumen von Doki. Da waren wir uns immer sicher. Unser Traum von letzter Nacht hat jetzt für endgültige Klarheit gesorgt. Ich weiß, dass das alles erstmal total unglaublich klingt. Mann, Deutsch. Aber es ist wahr. Yep. Echt ziemlich unglaublich. Ich meine, so eine Geschichte bekommt man schließlich nicht alle Tage zu hören. Wir müssten doch völlig verrückt sein, euch das einfach so zu glauben. Du sagst es. Ich glaube euch kein... Nicht? Also ich glaube euch. Ja, also ich glaube euch kein... Ich... Jedenfalls glaube euch kein... Ich glaube euch kein... Keineswegs nicht, würde ich sagen. Er will sagen, natürlich glaube ich euch. Ahahaha. Alles klar. Nun, wenn unsere Freunde das sagen... wenn Doki das sagt... Dann glauben wir es natürlich. Ganz egal, was andere denken. Leute. Falls es stimmt, dass dieses Pokémon namens Trikefalo alles verschlingt und somit die Welt aus den Angeln hebt, dann können wir natürlich nicht einfach tatenlos zusehen und nichts tun, oder? Danke, Leute. Ich sehe das genauso wie ihr alle. Damit ist die Entscheidung gefallen. Wir, das Team Pokepakt, werden mit der Kraft jedes Einzelnen sowie unserer geballten Teamstärke Doki bei seinem Abenteuer bis zum Ende unterstützen. Hurra! Da müssen wir schnell alles vorbereiten. Weiß denn jemand von euch etwas über Somnium und Trikefalo? Nein. Diese Namen höre ich zum ersten Mal. Geht mir auch so. Hat also noch niemand hier etwas von diesen beiden gehört? Wenn wir mal kurz analysieren, was Doki gesagt hat, dann scheint dieser Trikefalo ziemlich gefährlich zu sein. Drei Köpfe und große Mäuler, mit denen er alles verschlingt. Ein Pokémon so gewalttätig, dass niemand es aufhalten kann? Da kriegt man ja richtig Angst. Wir könnten es nicht einmal mit vereinten Kräften besiegen. Wir sollten die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Als erstes müssten wir uns überlegen, wie wir Somnium retten können. Genau. Wir wissen einfach noch zu wenig über diesen Trikefalo. Aber wir müssen uns natürlich auf das Schlimmste gefasst machen. Für den Fall, dass er plötzlich auch uns jagt. Wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass Trikefalo nicht Raststadt heimsucht. Unser Ziel ist die Rettung von Somnium. Aber Trikefalo darf uns nicht bemerken. Sobald wir Somnium gefunden und gerettet haben, bringen wir sie zum Paradies. Dann befragen wir sie über Trikefalo. Und mit dem neuen Wissen überlegen wir uns eine Strategie. Was sagt ihr? Aber so wie die Dinge liegen, sollten auf diese Rettungsmission nur ein kleines Einsatzteam gehen, oder? Ja. Dann werden nur Doki und ich gehen. Seid vorsichtig. Bringt Somnium mit, aber bloß nicht Trikefalo. In der Zwischenzeit kümmern wir uns hier um alles. Komm wohl, wir halten zurück, okay? Danke, ihr Molga und dumme Esel. Wir werden unser Bestes geben. Wohin sagt ihr, dass es geht? Dieses Somnium befindet sich doch am Fuße des Berges Genovea, nicht wahr? Das ist ein Vulkan im Süden. Ist ein gutes Stück weit weg von hier. Mit den Zugangskarten seid ihr schneller. Aber zuerst müssen wir natürlich die richtige Kombination austüfteln. Das stimmt. Fangen wir gleich damit an. Sienna und ich machen uns sogleich daran, die richtige Kombination herauszufinden. Wir finden einen Dungeon, der euch direkt zum Fuße des Berges führt. Die Entfernung ist zwar beträchtlich, aber die Kombination sollte dennoch einfacher als beim Riesengletscher sein. Allzu viel Zeit wird es wohl nicht in Anspruch nehmen. Ihr beiden macht euch in der Zwischenzeit bitte für die Abreise fertig. Wir warten auf dem Hügel auf euch. Wir warten auf dem Hügel auf euch. Sobald ihr reisebereit seid, sprecht uns an. Verstanden. Dann bereiten wir uns mal gründlich vor, Doki. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir rauf auf den Hügel. Alles klar. Können wir jetzt wirklich kein Teammitglied mitnehmen? Ich würde gerne nach Tara mitnehmen. Eigentlich. So tatsächlich.
Aber gut, dann Georgbrock behalte ich mal. Dann lege ich das mal ab. So Eisen, Zink und so werde ich gleich nochmal benutzen. Elektrogeschenk. Ich nehme nochmal 2 Sinelbeeren mehr mit, würde ich sagen, ne? Eins, zwei. Geld. Mitnehmen einmal alles. Was haben wir denn eigentlich noch an Schatzboxen? Nichts, ne? Nee, okay. Hallo. Ich weiß nicht, dass Tobi früher mein Mensch gewesen sein. Ja, wen können wir rechnen einschalten jetzt schon? Ja. Stimmt. Juckt ja keinen. Auf einmal so ein Pokémon in der Menschenwelt. Alles, ne? Alles normal. Aber gut, einäschern. Das ist doch eine. Hallo. So, fügt dem Gegner Schaden zu und verbrennt die Nahrung, der Gegner bei sich trägt. Macht sie unbrauchbar. Felsgrab, Wirbelorb. Einäschern wäre wahrscheinlich schon eine ganz nice Attacke für, eigentlich für Teddy, ne? Nochmal so was Besseres als Glut oder so? Ja doch, eigentlich. Wir kaufen es mal, in der Hoffnung, dass es. Aber wir gucken erstmal. Na, wir haben noch so viel Kohle. Wir haben noch so viel Kohle. Oh nein, ich wollte noch. Nein, nicht einkaufen. Mitglieder, genau. Nachtara ist noch im Team. Okay, ich hoffe, sie bleibt noch dabei. Ja, wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. So, ich würde sagen, wir gehen aber auch gar nicht mehr in den Dungeon. Naja, ist auch egal. Also nach allem, was ich gehört habe, ist diese Trinkgefahr echt gefährlich. Lass euch nicht von ihm auffressen. Machen wir nicht. Oh, sorgst du dich etwa um uns? Nein. Sicher? Nee. Alles klar. So, haben wir vielleicht irgendwas, was ich hier noch, ne? Drachenwut wäre vielleicht, ne? Trugschlag? Nee. Vielleicht ist ja gerade was Cooles noch da. Smog. Nee. Auch nicht. Ja, keiner. Ach Gott, oh Gott. Hat er auch nichts Cooles, ne? Nee. Tatsächlich nicht. So. Also zeitlich könnte man theoretisch noch in den Dungeon gehen. Eigentlich, ne? Man weiß noch nicht. Hallo. Kauf ihn bitte. Bodyguard und Pflücker. Brauchen wir jetzt nicht schon, ne? Kaufen wir nochmal den Lebersamen hier. Haben wir noch das Geld, ne? Wir haben ja die Kohle. Wir haben sie ja. So, Items. Wir haben uns ja gerade Einäschern gekauft, genau. Doki könnte Einäschern lernen. Aber ich habe gute Attacken, definitiv. Also ich habe Attacken, die sind komplett in Ordnung. Einäschern ist doch eine Feuerattacke, ne? Ja, aber gar nicht mal so krass viel Damage. Macht aber mehr Damage, oder? Oder ist das Orange das, was verloren geht an Damage? Ich finde Nitro-Ladung halt momentan nicht so geil. Ich würde sagen, ich bringe ihm einfach mal Einäschern anstatt Nitro-Ladung bei. Ich finde Nitro-Ladung tatsächlich schwächer als Glut. So, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, Leute. So, will ich aber mal kurz gucken hier. Was ist denn der orangene Button? Ja nicht die Stärke, ne? Ach, mehr Damage durch den durch den Bonus. Durch den Level-Bonus. Ah, okay. Ah. Ja, das ergibt Sinn. Oh. Merke ich gerade. Habe ich das immer falsch gesehen, weil ich immer dachte, yo, ne? Diese orangene Anzeige ist dafür da, dass, mir fällt das nicht ein.
Das ist mehr Damages, genau. Das ist der Damages, der mehr ist. Verteidigung und Spezial. Komm, gönnen wir einfach mal alles uns. Oh nein. Muss ich ja alles in... Och Mann, das muss ich ja... Ach ja. Das muss ich ja Dings machen. So, beenden wir jetzt hier den Part? Ich würde schätzen, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Dialog noch schaffe. Ich weiß nicht, ob ich dann im Dungeon noch speichern kann oder so. Wir beenden hier den Part, Leute. Und sehen uns im nächsten Part gleich hier wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Hautsch. Da rein!